Hallo, hier ist Ralf von Jördeland. Ich habe hier den Feuerhand Tyropit, den wir euch letzte Woche vorgestellt haben, wie er denn aufgebaut ist, wie er funktioniert, wie er letztendlich so dasteht. Und heute ist der große Moment gekommen, da möchte ich ihn gern anfeuern und dazu ganz unkonventionell. Jetzt ist hier die schöne Steinfeuerstelle im Weg, aber da packen wir den Tyropit einfach mit rein. So, ich glaube, da steht er gut und hier wird er angefeuert, dass er schön zum Rauchloch herausdünsen kann. Wie man den am besten startet, werden wir noch rauskriegen, aber wir haben hier einen schönen Dom in der Mitte. Da packe ich jetzt mal die Zimtwolle hier rein und zimt die an und dann habe ich da ein bisschen Holz vorbereitet. Die Decke noch drauf hier, damit wir ein ordentliches Feuer machen. Und gucke, wie sich das entwickelt. Ja, und siehe da, er brennt jetzt keine 3 Minuten, wirft eine schöne Flamme, also er hat echt ordentlich Zug. Ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen mit der Menge, die man reintut. Bei unserem schönen Jördedach da oben, aber nein, alles gut. Ich sage immer, solange die Flamme hüfthoch im Zelt stehen, ist alles in Ordnung. Da kann dann oben an der Jörde nicht allzu viel passieren. Aber man sieht jetzt schon, dass der Tyropit richtig gut durchzieht, das heißt, es ist ein Feuer, was super gut Luft kriegt und dadurch auch direkt an die Arbeit gehen kann und eine ordentliche Flamme entwickelt. Und wenn ich das jetzt so beurteile, die ersten 2-3 Minuten haben wir noch ein bisschen Rauch gehabt, aber seit der 3. Minute ist der Tyropit quasi rauchfrei. Man sieht ja so ein bisschen am Rand, das nimmt das Feuer mit, da ist eine gute Thermik da, das verschwindet. Bisher ist das Zelt klar. Und das ist auch das, was in der Jurte letztendlich wichtig ist, dass ich eine gute Thermik im Zelt habe. Dann kommt der Rauch auch raus und das macht der Tyropit soweit. Wir lassen das jetzt mal eine Weile runterbrennen, bis wir noch ordentlich Glut haben. Vielleicht legen wir nochmal nach und dann schauen wir, wie sich das Ganze entwickelt. So, ihr seht, der Tyropit brennt und knallt und knackt, macht ab und zu Geräusche. Ja, was ist so mein Fazit jetzt, so nach der ersten halben Stunde, dreiviertel Stunde, wo dieses Feuer hier brennt? Ihr habt gesehen, es geht ruckzuck los, also er saugt die Luft von aller Seite an und macht eine schöne Flamme. Was man hier jetzt sehen kann, das Feuer ist etwas runtergebrannt. Ich habe da auch jetzt nichts mehr richtig hingeschoben oder so.
Um es auf einem Haufen zu halten, in einer Feuerschale müsste ich hier schon überlegen, wo bringe ich die Hölzer wieder ein bisschen besser ins Feuer, dass kein Rauch entsteht. Aber man sieht jetzt auch, dass hier das, was an Rauch kommt, tatsächlich nochmal so nach innen gezogen wird. Also es geht alles so ins Zentrum rein vom Tyropit. Und dadurch kann ich sagen, die Jurte ist deutlich rauchfreier. Es geht nicht ganz ohne Rauch, dafür ist er einfach von der Dimension her zu breit und zu nieder. Also er schafft nicht wie sein großer Bruder sozusagen, der Pyron, die Rauchgase komplett zu verbrennen. Wobei der Pyron auch den Nachteil hat, den kann ich eigentlich nicht in der Jurte betreiben, weil die Flammsäule zu hoch ist. Also da stehen die Flammen dann zu hoch. Hier brennt die Flamme tatsächlich wie in einer normalen Feuerschale. Und reduziert mir aber den Rauch, ich würde sagen, wenn ich schätze sollte, wir haben in der Jurte 2/3 Rauch weniger, wie wir sonst unter normale Verhältnisse hier der Rauch auch drin haben. Vor allen Dingen relativ bodennah der Rauch. Hier kommt er durch die Thermik, die der Tyropit erzeugt, doch erst weit unterm Dach oben dann auch zum Stehen. Das heißt, ich habe auch im besten Fall der Kopf frei, wenn ich hier in der Jolle stehe und habe einfach ein Ambiente, was mir nicht so sehr in die Augen beißt. Was mir auffällt beim Tyropit ist, dadurch, dass er auf dem Rost brennt, das braucht er, dass er gut Luft kriegt, hat er es natürlich schwer, ein Aschebett sich zu erzeugen. Und da ist meine Erfahrung, dass ein Feuer im eigenen Aschebett immer etwas effizienter brennt. Also ich kriege eine bessere Ausbeute aus dem Holz raus. Das haben wir hier natürlich nicht. Hier fällt alles an kleinere Glutstücke und Asche nach unten durch. Das heißt, ich habe immer ein gewisses Bums drin, sozusagen, was ich eigentlich auch haben will. Aber natürlich auch der Holzverbrauch entsprechend ist. Und ich glaube, das ist auch einfach seine Stärke. Den Tyropit gut bestückt mit Holz, dass er eine ordentliche Flamme hat, ordentlich abzieht. Und so eine Jurte hier, eine Sechserjurte, ich glaube, wenn er gut bestückt ist, könnte er auch in einer Achterjurte ums Lagerfeuer herum der Leute relativ angenehme Strahlungswärme auch bereiten, dass das dort auch einfach gemütlich sein kann. Hier an der Seite wird er erstmal nur handwarm. Das kann sich im längeren Betrieb ändern, dass es auch da richtig heiß wird. Aber wie der Pyron hat er natürlich durch diese Luftzüge, die er drin hat, gibt er auch in dem Bereich der Wandung wenig Strahlungswärme ab. Das heißt, die Wärme kommt hauptsächlich von oben her. Ich kann, wenn ich auf einer Bank, auf einer Kiste, auf dem Strohballe um den Pyron rumsitze, dann habe ich am Oberkörper eine angenehme Wärme. Wenn ich jetzt hier so auf dem Boden vor dem Tyropit, sitze, dann habe ich hier unten habe ich wenig Strahlungswärme. Also hier am Bein unten, da sind meine Beine, da kommt wenig an. Das hat er gemeinsam mit dem Pyron. Auch der strahlt nur die Hitze ab, da wo die Flamme auch rauskommt aus dem Gerät. Ja, ich bin gespannt. Wir werden den jetzt einfach mal nutzen, die nächste Zeit bei verschiedenen Veranstaltungen. Da haben wir den sicher auch dabei, wo ihr den angucken könnt, ausprobieren könnt. Ich bin gespannt, was Feuerhand sich da noch einfallen lässt. Es gibt ja jetzt dann auch eine Grillplatte für den Pyron. Ob es was Ähnliches hierfür auch gibt, wird sich zeigen. Ein paar Ideen hat Jonas schon mal anklingen lassen, aber bis sie spruchreif sind, schauen wir einfach mal. Jetzt geht es erstmal um der Tyropit, mit dem werden wir heizen. Die Jurte, die rauchfrei, also ich denke auch in kleinere Zelte, ein kleineres Tent-Tipi oder so, da ist der Tyropit auch gut aufgestellt. Von daher, ja, probiert's aus. Ich sag Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Ralf von Jotteland.